Hi, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für einen Freilerner-Talk und es ist der 48., wenn ich mich nicht verzählt habe. Herzlich willkommen. Heute gibt es was Neues beim Freilerner-Talk, nämlich gleich zwei Frauen kommen heute dazu. Und ich sehe auch schon, dass sie zuschauen. Ich hole sie auch schon rein. Kleinen Moment. Annehmen. Oh, okay. Ah. Hallo. Hallo. Jetzt muss man enger zusammenrücken. Ja, genau. Da müsst ihr jetzt kuscheln. Ja. Genau. Also, herzlich willkommen beim 48. Freilerner-Talk für alle, die zuschauen und auch schön, dass ihr da seid, liebe Bettina und liebe Renate. Heute haben wir Premiere, insofern, dass wir mal mit zwei Gesprächspartnerinnen hier da sind. Ich mache ja den Freilerner-Talk oder diese Freilerner-Talks einmal in der Woche. Immer wieder zu einem anderen Termin, je nachdem, wann wir gut können. Und meine Absicht für diese Freilerner-Talks ist es ja, Bewusstsein zu schaffen für die Möglichkeit einer selbstbestimmten und freien Bildung und die ja auch oftmals außerhalb von Schule verläuft. Und das ist ja für viele von uns so gar nicht vorstellbar oder ganz schwer vorstellbar. Und deshalb sammle ich diese Geschichten hier von Menschen, die schon Erfahrungen auf diesem Weg gemacht haben. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt der 48. Freilerner-Talk. Die kann man alle auf YouTube nachschauen oder hier auf meinem Instagram-Grid nachschauen. Und ich möchte damit inspirieren, eine neue Beziehungskultur zu kultivieren, die wir als Erwachsene zu unseren Nachwuchs, zu unseren jungen Menschen, zu unseren Kindern führen. Weil ich glaube, dass da ganz viel möglich ist, wenn wir die Perspektive wechseln, wenn wir auf Augenhöhe kommen und mal überhaupt verstehen, was das genau heißt. Und wenn wir das dann alles machen, dann merken viele von uns, und ich nehme mal ihr zwei jetzt auch, die kommt dann gleich zu Wort, dass das dann so, wie wir Kindern üblicherweise aufwachsen lassen, so wie das System Schule üblicherweise funktioniert, irgendwie alles gar nicht mehr so leicht möglich ist. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht noch kurzer Kontext für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die liebe Bettina und ich, wir haben uns kennengelernt bei unserer also bei uns war es, glaube ich, so, bei euch, glaube ich, auch, die allererste Externistenprüfung. Mhm. Vor 7 Jahren war das jetzt schon, glaube ich. Und seither haben wir einen sehr, sehr losen Kontakt, aber auch ich bin jetzt gespannt über eure Entwicklung seither. Und was sich da so getan hat. Und liebe Renate, herzlich willkommen auch dir. Da bin ich auch ganz, ganz freudig und gespannt, von dir etwas zu erfahren und dich kennenzulernen. Schön. Ganz. Wollt ihr euch kurz mal vorstellen, bitte? Soll ich anfangen? Okay. Ja, ich bin die Renate. Ich habe zwei Töchter. Die größere ist 10 und die kleine ist 6. Und Irene, herzlichen Dank für deine Initiative. Ich habe schon einige immer wieder verfolge deine Interviews und ich finde das so einen wertvollen Beitrag, den du da leistest, einfach für alle Familien, die sich auf den Weg machen, um ja neue Initiativen zu finden oder neue Alternativen zu finden, gemeinsam mit den Kindern sich auf den Weg zu machen, um ja selbstbestimmt zu lernen. Das finde ich ganz großartig, was du da initiiert hast und praktizierst. Also vielen, vielen Dank. Und es freut mich natürlich, dass ich da Teil davon sein darf. Und ja, über die Bettina ist dieser Kontakt entstanden. Und ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wie viele Jahre? Ich habe es nicht gezählt. 2006 waren wir gemeinsam in Australien. Da hat irgendwie schon alles angefangen. Und die Reise war irgendwie sehr genial damals. Ja, und da irgendwann haben wir dann gesagt, wir müssen irgendwann nochmal was gemeinsam machen. Und ja,
Soll ich jetzt schon gleich weiter ausholen oder einfach nur so kurz? Was meinst du? Also ihr, für den Kontext für die Zuschauer, ihr seid beide österreichische Mamas, richtig? Genau. Ihr habt beide Erfahrung mit Bildung außerhalb von Schule. Ganz genau. Sagt doch gerne diese Begriffe, die euch da wichtig sind. Freilernen ist ja auch, ich habe halt da so einen Übertitel als Freilerner-Talk genommen, weil man da mal viel reinpacken kann, aber wenn man dann ins Detail schaut, passt dann Freilernen auch oft gar nicht. Oder die, ja, also erzähl's gerne da, was da eure Haltungen sind. Ja, genau. Genau. Und eure also, Wege. Ja, genau. Wie ich grundsätzlich zu dem alternativen Weg gekommen bin, das hat angefangen mit der Geburt von meiner großen Tochter, also schon vor 10 Jahren. Da ja, sind wir irgendwie so langsam eingewachsen und ich habe einen Bericht gelesen über Arno Stern in der GEA-Zeitschrift über das Malspiel und das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert, weil ich selber aus dem künstlerischen Bereich komme und ich habe mir damals schon gedacht, ich möchte es irgendwie meiner Tochter irgendwie bieten können und schauen. Und dann hat es damals sogar noch in Wien ein Ausbildungsseminar gegeben vom Arno Stern in Wien. Das war so auf mehrere Wochenenden aufgeteilt. Und damals habe ich mir gedacht, nein, das funktioniert noch nicht. Ich habe voll gestillt. Wir haben auch gedacht, das geht jetzt noch nicht. Vom Zeitlichen bin ich auch einfach noch nicht so bereit, um so viel Zeit für ein anderes Thema, dass ich mich darauf einlassen kann. Und habe das dann irgendwie so wieder beiseite geschoben. Und mein Background ist folgender, dass ich Kunst studiert habe und Lehramt studiert habe und Erfahrungen habe, natürlich im Unterrichten an der AHS. Und ja, das habe ich auch 7 Jahre lang gemacht. Und das war aber für mich immer so nicht so ganz das, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Also das Ganze, also eher hat mich mehr das Ganze rundherum gestresst. Das ganze Wertesystem und das war nie irgendwie so wirklich meins. Und bin da oft auf irgendwie, nicht so, das war einfach nicht so erfüllend für mich. Und habe aber dann, 2014 war das, genau, noch einmal ein Jahr unterrichtet. Das hat es auch so zufällig ergeben, weil in dem Ort, wo ich gewohnt habe, ist jemand ausgefallen und dann hat mir eben die Fachinspektorin gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, ein paar Stunden das zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das geht. Und haben wir das geteilt mit meinem Mann für die Kinderbetreuung. Also, meine Kinder waren nie in irgendeiner Institution. Also wenn, dann war das immer so, dass entweder mein Mann drauf geschaut hat oder Großeltern halt irgendwie eingesprungen sind. Und dann, kann ich mich noch gut erinnern, habe ich das irgendwie mit der Ausbildung vom Arno Stern immer im Hinterkopf gehabt. Und an dem Tag der Eröffnungskonferenz habe ich mich entschieden, ich habe gewusst, es gibt wieder ein neues Ausbildungsseminar in Paris für 2 Wochen. Und dann habe ich mich am ersten Tag der Konferenz habe ich mich für das Seminar angemeldet und das war ziemlich eine Hürde. Erstens habe ich nicht gewusst, ob ich überhaupt frei kriege. Ja? Und zweitens habe ich gewusst, damals hat man, glaube ich, 800 Euro oder sowas anzahlen müssen, ohne dass man Anspruch auf Rückerstattung hat. Und da bin ich so da gesessen und gedacht, tue ich das jetzt oder tue ich es nicht, tue ich es nicht. Und dann, zack, habe ich mich dafür entschlossen, dass ich das mache. Und es hat sich aber dann auch so gefügt, dass das so ein super Termin war über Pfingsten. Und so sind wir dann nach Paris gefahren, 2 Wochen. Und es war einfach so eine geniale Erfahrung. Das war einfach, das war für mich halt sehr, sehr prägend, dass ich mir gedacht habe, das müssen wir irgendwie anders machen. Das ist irgendwie, das geht nicht anders. Ich kann das nicht anders vertreten. Und vielleicht magst du ganz kurz, also für diejenigen, die vom Malspielen noch nie was gehört haben, mal kurz erörtern, was da so die grundsätzlichen Unterschiede sind. Ich meine, ich hatte schon mal, wer es aufmerksam zugehört hat, bei meinem Freilerner-Talk, ich habe schon mal eine Mutter hier dabei gehabt, die auch einen Malort hat. Die Sigrid, wer es nachschauen will, die Sigrid Haubenberger Lamprecht. Genau.